Moin, erster Freunde. So. Ja, heute wollen wir euch ein bisschen informieren und zwar über unser bevorstehendes High-Class-Event und zwar Airsoft Extreme. Forbi, erzähl doch mal, was definiert Airsoft Extreme? Worum geht's da? Genau, was ist Airsoft Extreme? Airsoft Extreme ist ein 4-Tage-Event von uns mit 2 aktiven Spieltagen, einem Nachtgame auf einem Sonderspielfeld und das Ganze ist auf brachiale Action ausgelegt. Das ist quasi ein auf Action ausgelegtes Gameplay, was wir dort anbieten, mit ganz starkem Fokus auf Pyrotechnik. Dadurch, dass das Ganze im Oktober stattfindet, ist das schon Herbst, ein bisschen nass, ein bisschen kalt, ein bisschen dreckig und das kombiniert mit ganz viel Rauch und Knall ist das Thema Airsoft Extreme. Ihr könnt euch das... Okay. Und welche Fraktion gibt's alles? Genau, also ihr könnt euch das Ganze ein bisschen vorstellen, wie Search and Destroy halt in extremer Variante auf einem extrem geilen Spielfeld und anderes Spielfeld vor allen Dingen auch. Und welche Fraktionen spielen gegeneinander? Wir spielen die klassischen Fraktionen Rot, Gelb und natürlich Team Blau als Störfraktion, etwas kleinere Fraktion, wird es bei Airsoft Extreme auch geben. Was gibt es noch zu sagen zum Thema Airsoft Extreme? Ganz wichtig, so wie auf den Search and Destroy Spieltagen auch, ist auch dort Gehörschutzpflicht, weil natürlich die ganze Pyrotechnik auch in den Gebäuden und vor allen Dingen auch in den Bunkern und Bunkeranlagen eingesetzt werden. Und ab wie vielen Jahren ist das? Ab 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit ausgefülltem Mutti-Zettel. Spielen wir nur den ganzen Tag oder spielen wir auch in der Nacht? Ja, es wird auch ein Nachtgame geben auf dem Sonderspielfeld. Das hängt so ein bisschen natürlich von den Teilnehmern ab, die dann abends noch Bock haben. Aber es wird definitiv am Samstagabend, Freitagabend noch ein Nachtgame geben. Okay, das hört sich gut an. Aber was hat es hier mit auf sich? Genau, wir werden auf Airsoft Extreme auch unsere neuen Tourniquets einsetzen für die Sunny-Regel, um das Ganze vom Gameplay her auch schön authentisch zu gestalten. Ne? Wer das Ganze nutzen möchte, kann sich bei uns an der Kasse für einen Zehner so einen Fake-Tourniquet von AO für die Sunny-Regel organisieren. Hört sich gut an. Wann war das noch das Datum? Airsoft Extreme findet statt von 5.10. Bis 8.10. am Battleground in Polen mit uns. Cool, cool. Und was hast du so über das Battleground zu erzählen? Was gibt's da alles so? Und hau mal ein paar Infos raus. Genau, wo ist das Battleground? Das ist in Polen, das ist Forst. Das ist, bei Cottbus, die Ecke dort unten, liegt kurz hinter der polnischen Grenze. Ist ein extrem geiles Spielfeld. Wir werden von dem Spielfeld ca. 60, 65 Hektar bei Airsoft Extreme bespielen. Das Ganze ist gespickt mit allerlei Stellungen. Ganze Menge Wald gibt es natürlich auch. Es gibt ausgebaute Stellungen, es gibt Bunker, es gibt eine große Bunkeranlage, die mit 4 Treppeneingängen mehrere Stockwerke tief in die Erde reicht, wo wir spielen werden. Es gibt Heskos, es gibt Gebäude, Gebäudekomplexe, es gibt Gräben, Fahrzeugwracks. Die haben auch auf einem Sonderspielfeld haben sie auch zum Beispiel ein Flugzeugwrack stehen. Also richtig, richtig geil und wird euch wirklich Können die Leute ihre Fahrzeuge mitnehmen? Ja, eigene Fahrzeuge sind möglich, sogar kostenfrei. Also ihr braucht da keinen Aufpreis für zahlen, sondern da kommen wir euch noch entgegen. Wie das Ganze funktioniert, da wendet euch bitte direkt mit eurer Fahrzeugbewerbung einmal kurz ein paar Fotos, ein paar Infos zu dem Fahrzeug per E-Mail an info@airsoftoperations.eu an uns und dann schnasseln wir das ab mit den Fahrzeugen. Und fahren wir dieses Jahr auch wieder den coolen Panzer? Dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein Panzerfahrzeug wieder geben. Diesen BMP-Schützenpanzer werden wir da gerne dazu nehmen. Ob wir den Kampfpanzer in den Einsatz bringen können, wissen wir noch nicht. Das hängt so ein bisschen von den Teilnehmern ab, weil der ist sehr, sehr, sehr teuer und der nimmt auch unheimlich viel Sprit. Und ob der jetzt finanziell reinpasst, das können wir erst kurz vorher sagen, wenn wir wissen, wie die Teilnehmerzahlen am Ende aussehen werden. Okay. Das hört sich schon mal gut an. Was ist aber mit der Infrastruktur, also auf dem Marktplatz, was bietet der so? Infrastruktur auf diesem Spielfeld, dem Battleground, ist top, also wirklich allererste Sahne. Wir haben frisch sanierte Duschen, wir haben richtige Toiletten, wir haben Infrastruktur nicht nur im Haupthaus, am Marktplatz, wo die Shops und das alles stehen. Nein, wir haben auch Infrastruktur auf dem Campingplatz. Bei den Campingparzellen gibt es auch noch Bereiche, wo man duschen kann. Die sind auch gerade neu gebaut worden, wo man ordentlich auf Toilette gehen kann. Also Picobello, da ist alles drin. Für die Camper gibt es auch so Nachfüllstationen, wo man das Wohnmobil nachfüllen kann mit Wasser. Wir haben Campingparzellen mit über 80 Quadratmeter und da haben wir ausreichend von zur Verfügung mit jeweiligen Stromanschluss. Campingparzellen kann man sich halt in den
Optionen also mit dazu Platz, nehmen. Ja. Es ist genug Platz und für jeden ist auch freies Camping auf einem, ich sag mal, auf der Campingfläche nicht weit weg von der Safe Zone und vom Marktplatz, ist ja bereits inklusive. Also eigentlich braucht man gar keine Campingparzelle. Ne? Kann man aber gerne mit dazu nehmen. Da kriegen wir auch die Wohnmobile und alles. Oder man kann sich ein Zimmer mieten. Genau, es gibt auch eine Zimmervermietung. Es gibt sehr schnuckelige Zimmer, das ist natürlich eine begrenzte Anzahl nur verfügbar, deswegen sollte man da schnell sein. Das sind immer Viermannzimmer, die pro Nacht abgerechnet werden und die Zimmer sind tippitoppi, auch frisch saniert, also da gibt es nichts dran zu meckern. Toiletten und Duschen findet ihr auf den Etagen dann jeweils im Hauptgebäude am Battleground. Und es gibt frische. Oben und unten, ne? Genau, oben und unten. Und ganz unten im Keller sind nochmal große Sammelumkleiden mit Duschen, Toiletten nochmal. Also, die haben die richtig, richtig was gemacht und das passt wirklich super. Genau, zu den Zimmern. Die sind mit Kühlschrank ausgestattet. Eine kleine Garderobe ist mit drin. Zwei Doppelstockbetten sind drin. Und frische Bettwäsche etc. gibt es auch dazu. Also, ihr braucht euch da wirklich um nichts kümmern. Einziehen, wohlfühlen. Erst aufs Spiel. Cool. Dann kommen wir zu den Tickets. Was bekommt man denn für das Ticket? Ja, ihr bekommt ein unheimlich geil, mit ganz viel Liebe zum Detail von uns organisiertes Event. Halt mit, wie gesagt, dem Fokus auf Action, Action, Action und Pyrotechnik, Knall, Pump, Peng. Also es soll richtig Kabouts machen. Ihr bekommt Panzerfahrzeuge, ihr bekommt Fahrzeugeinsatz, ihr bekommt 3 Nächte freies Camping inklusive. Ihr bekommt unterschiedliche Optionen, halt, die ihr dazu buchen könnt. Ihr bekommt im Ticket inklusive ein Tombola-Los, ist natürlich wieder dabei. Wir haben natürlich wieder coole Fotografen für euch mit am Start, die tolle Bilder machen. Wir haben Shops für euch am Start. Wir machen eine große Tombola am Ende der Veranstaltung mit euch. Eine kleine Bühnenshow wird es geben. Also wirklich das komplette Programm und das Ganze für nur 135 Euro für ein 4 Tage Event mit AO am Battleground. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt heiß drauf bin, mir ein Ticket gebucht habe und nach Polen fahre? Ja, da waren ja viele Fragen wahrscheinlich in den letzten Tagen, dass so ein bisschen Unsicherheit herrscht. Polen, wie ist das da mit den Waffengesetzen? Nicht, dass ich da kontrolliert werde. In Forst soll ja auch viel kontrolliert werden, auch seitens der polnischen Zoll und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Das ist aber absolut unkritisch, weil, wenn ihr euch an folgende Regeln haltet, ist das absolut problemlos. Erste Regel, in Polen gilt 0,0 Promille, das heißt auch kein Bierchen getrunken zum Essen und dann nach Hause fahren. Nein, erwischen die euch, erfordert das empfindliche Strafen. So, und die Polen langen da dann auch richtig zu, wenn sie uns als Deutsche erwischen. Also, Alkohol gehört ja auch nicht ins Airsoft. Nein, Alkohol gehört nicht an Steuer und nicht zum Airsoft dazu, genau. Abends ein kleines Trinken ist in Ordnung, aber wenn gespielt wird, ist immer 0,0. Also 0,0 im Spiel und 0,0 in der Anreise und in der Abreise. Die Fahrer können, die Beifahrer können ruhig was getrunken haben, aber ihr dürft, wichtig, kein Alkohol in der Fahrerkabine mitführen. Das ist auch ganz wichtig. Bei den Waffen im Prinzip haltet euch dort an deutsche Gesetzgebung. Die meisten von euch werden ja aus Deutschland kommen und anreisen. Heißt Waffe nicht Zutritt, Zugriffsbereich, im Waffenkoffer, bereit im Waffenkoffer, in der Waffentasche, abgeschlossen, also transportiert. Die Akkus sind natürlich raus, Munition ist raus. Kann ich meinen Laser eigentlich gleich schon an die Waffen bauen? Nein, das bitte nicht, nicht. Lampenlaser sind ja bei uns auf dieser Veranstaltung, Lampenlaser sind erlaubt. Mhm. Full Auto ist auch erlaubt bis 1,5 Joule. Bei den Lasern gilt aber die Begrenzung nur bis Klasse 1. Haltet euch bitte dran, wen wir mit höheren Laserklassen erwischen, der bekommt natürlich Hausverbot. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das wollen wir auch nicht, weil das ist auch zu gefährlich. Aber Laser bis Klasse 1 ist erlaubt und Lampen und Laser, gilt goldene Regel, das baut ihr bitte auseinander. Eine Lampe, ein Montagering, ein Kabelschalter, alles drei getrennt, sind in Deutschland soweit legal. Und da habt ihr auf deutscher Seite sowie auf polnischer Seite kein Problem mit. Ne? Und zum Event baut ihr das Ganze zusammen, benutzt das Ganze und baut es dann auch wieder entsprechend vor der Abreise für den Transport nach Deutschland zurück. Und für alle, die es interessiert, 4 Stangenzigaretten darf man pro Nase mit zurücknehmen aus Polen. Da bitte auch nicht übertreiben. Weil du hast nur 2 mitgebracht. Weil ich nicht mehr so viel rauchen wollte. Und da bitte drauf aufpassen, weil da kontrolliert natürlich auch der deutsche Zoll dann auf unserer Seite der Grenze. Ja, das ist so das Wichtigste. Habe ich noch was vergessen? Genau. Denkt dran, Laserlichtmodule in Kombination für eure Waffen sind nur als Deko erlaubt in Deutschland. Funktionale müsstet ihr vorher in Polen irgendwo lagern und dann auch dort belassen. Ne? Grundsätzlich sind die aber nicht verboten, solange die Klasse 1 haben. Aber die dürfen natürlich nicht nach Deutschland eingeführt werden. Also passt da bitte auf und haltet euch an das deutsche Waffenrecht. Alles gleich, ich gehe mein Ticket kaufen.
Ja, du gehst dir ein Ticket kaufen? Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. vielleicht noch ein paar abschließende Infos dazu. Wenn ihr Fragen habt, haut uns gerne unter dieses Video in die Kommentare. Abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal, weil wir werden jetzt zu diesem Event hier gibt jetzt eine separate Playlist und da hauen wir alle Informationen in chronologischer Reihenfolge für euch rein, sodass man auch mal was nachschauen kann, wenn man was vergessen hat oder sich mal was nochmal angucken kann, speziell zu unseren Airsoft Extreme Events. Spielregeln findet ihr auf unserer Website unter Dokumente. Und dort gilt jeweils, dass die Hausordnung für den Battleground und das Regelwerk für den Battleground für dieses Event. Ganz, ganz wichtig, unsere Spielregeln gibt es jetzt auch neu in Englisch. Das heißt auch für unsere polnischen oder anderen Mitbürger, das Ganze gibt es halt auch auf Englisch für euch. Und dann müsst ihr euch nicht durch das Deutsche durchquälen. Was habe ich noch vergessen? Genau, und wir haben ja unseren Discord-Server, Mascha. Genau, der wird jetzt mal aufgebaut, extra für Airsoft Extreme. Genau, genau, ja. Da wird es eine separate Sektion damit dafür geben. Damit man connecten kann und planen kann. Genau, und wer Bock hat, Führungsaufgaben auf diesem Event zu übernehmen, wer da ein bisschen mehr machen möchte, kleine Teams führen möchte, der kann sich gerne an uns wenden und so schon mal vormerken lassen. Da freuen wir uns immer drauf, wenn wir auch starkes Führungspersonal unter den Spielern mit dabei haben. Ja. Und dann freuen wir uns auf ein richtig geiles Event, würde ich sagen. Ja, der Herbst wird echt bombastisch. Der Herbst wird bombastisch. Wir hoffen, ihr seid dabei. Mascha hat ihr Ticket schon gebucht. Ja, ich wollte gerade auf. Mascha wollte gerade los, hat ihr Ticket schon gebucht. Und wir freuen uns auf euch. Wie gesagt, wir freuen uns auch auf eure Fragen und auf ein richtig geiles Event. Wir sehen uns im Oktober zu Airsoft Extreme. Haut rein, Freunde. Bye.